dein eigener Laden in Berlin. Am liebsten würde ich gerne mitgehen. Und warum machst du das nicht? Du hast recht. Wie jetzt? Das mache ich. Und warum darf Martha nichts davon wissen, dass du mit nach Berlin willst? Überraschung. Dein Vater hat mir die Leitung der Lahnsteinbank angeboten. Mein Vater macht nichts, ohne dass er selbst was davon hat. Aber er vertraut dir auch. Das ist mehr, als du über deine eigene Familie sagen kannst. Wisst ihr eigentlich schon, wie es weitergeht, wenn wir die Bergs endgültig los sind? Wer zum Beispiel wird der neue Geschäftsführer von LCL? Dann ja natürlich. Also keine Sorge, du bist aus der Nummer jedenfalls raus. Sie wissen doch gar nicht, wie es ist, Kinder zu haben. Und sie wissen auch nicht, wie es ist, jemanden zu verlieren. Woher wollen Sie das wissen? Weil Sie nicht sonst mit Ihren dämlichen Dauergrinsen hier durch die Gegend laufen würden. Ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich weiß nicht, was Verlust ist. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wissen Sie, ich hab selbst... Es interessiert mich nicht, was Sie haben oder was Sie nicht haben. Sie ticken doch nicht mehr ganz richtig. Mir ist die Hand ausgerutscht, es tut mir leid. Ach, ausgerutscht nennen Sie das? Und da erwarten Sie, dass ich Ihnen auch nur eine Sekunde länger meinen Sohn anvertraue? Sie wollen mir doch nicht ernsthaft unterstellen, dass ich jemals Tommy schlagen würde. Dass Sie sich nicht unter Kontrolle haben. Und wenn doch, dann manipulieren Sie meine Töchter und hetzen Sie gegen mich auf. Ich wollte Ihnen nur helfen, es tut mir leid. Helfen kann man nur jemandem, der sich auch helfen lässt. Helfen nennen Sie das? Indem Sie sich hier aufspielen, als wäre es Ihre eigene Familie? Ich nehme Ihnen doch nichts weg. Sie sorgen ganz alleine dafür, dass Ihre Töchter sich bei Ihnen nicht mehr geborgen fühlen, weil sie in ihrer Trauer alleine lassen. Da, schon wieder. Sie mischen sich hier in Angelegenheiten, von denen Sie nicht das Geringste verstehen. Sehen Sie? Ja, jetzt wissen Sie nicht, was Sie sagen sollen, ha? Macht doch nichts. Verschwinden Sie von hier! Kommst du? Scheiße. Was denn? Ich muss zur Arbeit. Wie jetzt? Heute ist mein letzter Tag in Düsseldorf. Ich dachte, wir gehen zusammen im No Limits frühstücken. Dann gehen wir zu Dana und den Rest des Tages verbringen wir einfach zu zweit. Hm? Ja, nee, ich muss aber noch was Wichtiges erledigen. Warum? Früher hast du es auch nicht so genau genommen mit den Arbeitszeiten. Ja, das ist wegen diesem Pelzscheiß da von der Kleinen. Bleib doch hier. Schlaf noch ein bisschen. Ich komme mit zu LCL. Ist ja auch eigentlich egal, wo ich den letzten Tag mit dir verbringe. Hauptsache, wir sind zusammen. Und zur allergrößten Not, da bin ich eben deine Assistentin. So hat ja auch alles begonnen. Und? Wie sieht es aus? Würden Sie die Lahnsteinbank leiten wollen, wenn ich sie übernommen habe? Sie wissen, was Sie da von mir verlangen. Es geht hier immerhin um meine eigene Familie, die wir gemeinsam ausprobieren wollen. Aber deine Familie weiß deine Fähigkeiten nicht zu schätzen. Wir schon. Solange Männer wie Ansgar und Sebastian von Lahnstein an der Spitze stehen, werden sie immer ein Schattendasein führen. Also, was sagst du? Ich bin Ihr Mann. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Was ist es denn? Mein Logo für die Pelzkollektion. Wow, sehr edel. Was mache ich jetzt, wenn du die ganze Zeit als Promi-Designerin um die Welt chattest? Du wirst immer meine Muse bleiben. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du hast so viel Arbeit und Kreativität in diese Kollektion reingelegt. Mit der musst du einfach groß rauskommen. Ja, da bin ich Alexa was schuldig. Ich meine, sie hat gegen alle Widerstände diese Kollektion durchgesetzt. Naja, jetzt aber auch nicht ganz selbstlos. Erinnere dich bitte daran, wie sie hinter deinem Rücken diese Präsentation durchgezogen hat. Aber jetzt profitiere ich auch davon. Ich sage dir, pass bei ihr auf. Du magst sie einfach nicht. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das ist unsere gemeinsame Kollektion. Und die wird nur ein Erfolg, wenn wir an einem Strang ziehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Alexa das genauso sieht. Um der Show unserer Pelzkollektion noch einen extra PR-Kick zu verpassen, habe ich mir was überlegt. Damit haben wir die internationale Presse im Sack. Du willst die Kollektion unter dem Namen von Damien Wood rausbringen? Er ist zurzeit der angesagteste Designer in New York. Mit ihm als Aushängeschild geht die Pelzkollektion senkrecht durch die Decke. Seine letzte Kollektion war direkt nach der Show restlos ausverkauft.
Mit seinem Namen werden wir LCL so hochmessen, dass wir den Laden mit bombastischem Gewinn verkaufen können. Und was ist mit Rebecca? Es ist ihre Kollektion. Sie ist die Designerin. Ja, und sie hat gute Arbeit geleistet. Aber gegen so einen Star-Designer wie Damien Wood kommt Rebecca einfach nicht an. Was ist denn noch? Hallo! Ich wollte nur die Sachen für Tommy vorbeibringen. Maxi wächst ja inzwischen so schnell, dass man dabei zugucken kann. Es sind ein paar richtig scharfe Teile dabei. Mhm. Ist Biggie gar nicht da? Nee, die ist weg. Kommt sie bald wieder? Höchstens, um ihre Sachen zu packen. Was ist passiert? Wir haben festgestellt, dass das hier wohl nicht der richtige Job für sie ist. Du hast sie gefeuert. Warum? Ich meine, ich habe gedacht, hier läuft alles total rund. Mit mir aber nicht. Aber mit Dana, Marlene, Kim und Tommy ist doch ganz verrückt nach ihr. Ja, aber genau das ist das Problem. Egal, was ich gesagt habe, sie wusste es besser. Ob nun im Umgang mit Tommy oder mit anderen Sachen. Ach Quatsch, so ist sie doch gar nicht. Sie wollte bestimmt nur helfen. Sie hat sich ja breit gemacht. Ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, wie es ist, wenn man einen geliebten Menschen verliert. So hast du ihr das aber nicht gesagt, oder? Doch. Bist du irre? Wieso? Ich kann doch wohl meine Meinung sagen. Ja, aber doch nicht so. Du hast echt keine Ahnung, was du angerichtet hast, oder? Rebecca wird es nicht einfach so hinnehmen, wenn man sie aus der Kollektion kickt. Du meinst, sie spielt nicht mit? Sie ist die Urheberin und sie wird die Anerkennung wollen, die ihr zusteht. In dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als eine andere Pressemitteilung rauszuschicken. Wenn Rebecca sich querstellt, werde ich an die Presse rausgeben, dass sie die Designs für meine Kollektion bei Damien Wood abgekupfert hat. Wir verhelfen ihm nur zu seinem rechtmäßigen Erfolg. Ist das glaubwürdig? Absolut. Rebecca stand schon früher unter Plagiatsverdacht. Sogar familienintern. Vorwürfe, die nicht haltbar waren. Kann man das beweisen? Ich dachte immer, du und Rebecca, ihr mögt euch. Ja, na klar. Das ist auch nichts Persönliches. Aber ich mag nun mal Erfolg. Und du weißt ja, dass man mir dabei besser nicht im Weg steht. Ja, das könnte sie die Karriere kosten. Nicht, wenn sie brav mitspielt. Es geht hier um eine kleine Schwester. Eben. Deshalb wirst du es ihr auch beibringen. Auf dich hört sie bestimmt. Ich meine, wenn du nicht willst. Kein Problem, ich kann sie auch gern selbst abschießen. Wir brauchen sie nicht mehr, oder, Papa? Ich wüsste nicht, wofür. Und das wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Nein, also klar. Ich übernehme das. Hier, dein Kaffee mit zwei Stückchen Zucker, so wie du ihn magst. Brauchst du sonst irgendwas? Schau mal, mein alter Arbeitsplatz. Da habe ich immer gesessen und dich beobachtet. Crazier if my blood sugar's dangerously low. Sometimes I talk too loud. But you gotta hear me. Obwohl du echt oft fies zu mir warst. Es stimmt doch, der erste Eindruck zählt. Da warst du nun mal mein Retter. Ist dir nicht auch vor, als wäre es 100 Jahre her? Oder zumindest 15. Also auf jeden Fall aus einem komplett anderen Leben. Martha? Ja. Lass mich aber. Es hat sich echt einiges verändert. Auch deine Arbeitsmoral. Früher bist du hier vor Mittag gar nicht aufgekreuzt.
Okay, ich verstehe schon, du willst arbeiten. Und ich finde es auch echt total süß, dass du dich hier so reinhängst. Martha, geh frühstücken, okay? Triff dich mit Dana. Nee, ich habe eine bessere Idee. Deine Assistentin muss unbedingt nur eine Sache dringend erledigen. Was? Das verrate ich dir nicht. Aber du wirst dich freuen. Versprochen. Dana? Hi, Juri. Hallo. Sag mal, hast du kurz Zeit? Worum geht's? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Sieh es mal aus Marketing-Sicht. Damon Wood ist gerade die Nummer 1 in der Branche. Das ist mir sowas von scheißegal, Tristan. Ich habe die Kollektion entworfen, das ist mein Design. Ich würde sagen, du holst Ansgar und Sebastian hierher, dann kläre ich das mit ihnen selbst. Bei Ansgar wundert mich das nicht, aber dass mir Sebastian dermaßen in den Rücken fällt. Weiß eigentlich Alexa schon davon? Die macht bei so einer Schweinerei nämlich nicht mit. Diese Idee kommt von Alexa. Ansgar und Sebastian haben überhaupt keine Ahnung davon. Falls du dich weigern solltest, werden Alex und ihr Vater übrigens an die Öffentlichkeit gehen und verkünden, dass du die Kollektion von Wood abgekupfert hast. Wie bitte? Sag mal, was bildet die sich eigentlich ein? Wir haben sie hier zur Geschäftsführerin gemacht und genauso schnell können wir sie wieder feuern. Ich fürchte, das ist so nicht ganz korrekt. Es ist eher so, dass die Bergs uns feuern könnten. Faktisch gesehen gehört ihnen LCL. Was? Ich vermute mal, in ihrer Familie ist dann auch irgendjemand gestorben. Und deswegen meint sie, sich hier einmischen zu können. Also gut. Setz dich hin und hör zu. Biggies Tochter ist mit 4 Jahren gestorben. An Leukämie. Ich kannte Biggie damals auch noch nicht. Sie redet ja auch nicht gern darüber. Aber ihr Mann Hermann hat mir irgendwann mal alles erzählt. Biggie ist die ganze Zeit stark geblieben für ihre Tochter. Aber dann, als sie gestorben ist, das hat sie umgehauen. Sie wollte nicht mehr. Sie hat nicht mehr gegessen, nicht mehr geschlafen. Sie hat einfach niemanden mehr an sich rangelassen. On the street, the sound of our shoes between the buildings. On the subway, the... Ja, auf einmal war ihr alles egal. Sie ist noch nicht mal mehr zur Arbeit gegangen. Dann hat sie natürlich ihren Job verloren und... überhaupt nicht gekratzt. Sie wollte einfach nur mit ihrer Trauer in Ruhe gelassen werden. Und wie hat sie das geschafft? Da rauszukommen, meine ich? Ich glaube, das war wegen der Pflegekinder. Diese Kinder, die haben jemanden gebraucht, der sich um sie kümmert. Und das hat Biggie irgendwie geholfen. Weißt du, Biggie wirkt so, als wäre sie so stark und es könnte sie nichts umhauen, aber das stimmt nicht. Das mit ihrer Tochter, das sitzt noch so tief. Ich hab dir das auch nur gesagt, damit du kapierst, dass Biggie sehr wohl versteht, was ihr da gerade durchmacht. Weil sie fast selbst daran kaputt gegangen wäre. Was? Deine Flüge. Was für Flüge? Für nächste Woche, um mich in Berlin besuchen zu kommen. Wir haben ab morgen eine Fernbeziehung schon vergessen. Also, ich kann den Hinflug am Freitagabend um 7 Uhr buchen und am Montagmorgen um 8 Uhr zurück. Allerdings, wenn du bis 9 bleibst, können wir zusammen frühstücken. Können wir das später besprechen, bitte? Klar, ich dachte nur, du freust dich. Ich weiß noch nicht, ob ich da kann. Okay, was hast du vor? Weiß ich nicht.
klappt. Sascha! Also ich meine, ich habe das Paket in Empfang genommen. Das kommt ja gar nicht her, sondern ins Lager. Ja. Was ist denn los? Ja. Ihr seid irgendwie komisch. Nichts. Nur viel Arbeit. Weiß ja, die Show. Sag mal, du musst den ganzen Tag arbeiten und kannst mir nicht sagen, ob du nächste Woche in Berlin mich besuchen kommen kannst? Martha, hey. Hier steckst du. Hast mal einen Moment. Also eigentlich. Nein, pass auf. Es ist so, ich brauche Dessous. Ich muss Dessous kaufen. Für Ricardo. Ich weiß aber nicht, was er scharf findet. Und da fragst du ausgerechnet mich? Ja, natürlich frage ich dich. Wen soll ich denn sonst fragen? Jessica? Außerdem bist du Designerin. Du musst ja wissen, was Qualität ist und was Ramsch ist. Oh, komm schon, Martha, morgen kann ich dich nicht mehr fragen. Da bist du weg. Komm schon. Okay. Ich bin kurz einen Augenblick mit Dana weg, ja? Okay. Ciao. Tschüss. Okay. Okay, komm. Bis später. Bevor sie dich abschießt, sag ihr lieber, was Sache ist. Ich sag überhaupt nichts. Erst wird alles geplant. Ansgar schuldet Berg 90 Millionen Euro. Und weil er das Geld nicht bezahlen konnte, hat er ihm einen Schuldschein ausgestellt. Mit LCL als Pfand. Das kann er doch nicht machen. Kann er. Und du meinst, dass Berg es auf LCL abgesehen hat? LCL ist nur der Anfang. Was er eigentlich will, ist die Bank. Wie bitte? Das wisst ihr und ihr tut nichts? Natürlich tun wir, was sie wollen. Berg erpressen. Womit? Indem sie Alexa illegale chinesische Pilze unterjubeln. Die Einfuhr ist illegal. Für sowas wandert man in den Knast. Und weil ihr Vater das nicht zulassen würde, soll er auf seine Schulden verzichten. Und damit ihr besser an sie rankommt, habt ihr zugelassen, dass Alexa Tanja als Geschäftsführer... Das ihr kannst du dir sparen. Ich habe selber erst von der Sache erfahren, als alles schon eingetütet war. Und das auch nur, weil es ohne mich nicht funktioniert. Ich bin der Einzige, den Alexa neben sich duldet. Sie vertraut mir. Und warum? Weil du mit ihr ins Bett gehst? Alexa glaubt, dass ich auf ihrer Seite bin. Moment mal. Soll das heißen, dass du vor ihr so tust, als wäre es dir egal, dass sie und ihr Vater unserer Familie alles wegnehmen wollen? Womit haben sie dich gekauft? Blödsinn, glaubst du, ich lass mich so leicht kaufen? Tristan. Was haben sie dir geboten? Die Leitung der Landsteinbank. Also ganz ehrlich, so eine Fernbeziehung kann auch echt Vorteile haben. Ja, also... Man merkt halt immer, wie sehr man sich liebt, wenn man sich vermisst. Und dann ist die Freude immer besonders groß, ja, wenn man sich wieder sieht. Hm? Ich glaube, Juri macht überhaupt nichts aus, dass ich heute Abend weg bin. Ach, Quatsch. Wir sind jetzt erst ganz kurz verlobt. Und er hat mir gesagt, er will sein Leben mit mir verbringen. Jetzt kann er mir nicht sagen, ob er nächste Woche in Berlin sein kann. Und überhaupt, er war total komisch. Ich dachte, wir verbringen den Tag gemeinsam. Zusammen, romantisch. Und ich glaube, er war froh, als du mich abgeholt hast. Jetzt komm, Martha, also du hast ja echt einen Typen ausgesucht, der kaum Sozialverhalten hat. Was erwartest du? Wobei, ich finde, Martha hat schon recht, also an ihrem letzten Tag... Also so wie ich Juri einschätze, will er einfach nur ganz schnell seine Arbeit beenden, um den Rest des Tages mit dir zu verbringen. Ja, so wird's sein. Und jetzt komm, wir machen uns ein paar warme Gedanken, hm? Du, sorry, aber ich muss Juri fragen, was los ist. Ich muss noch mal los. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Guck, weil Juri will in Ruhe arbeiten. Und du bist total flatterig und dann knallt ihr aufeinander und du weißt ja, wie er ist. Ja, das wäre total unvernünftig. Ja. Du willst doch nicht an deinem letzten Tag noch Stress mit ihm haben. Vertrau ihm halt ein bisschen. Das gehört auch zu einer Fernbeziehung dazu, hm? Ja, gegenseitiges, pures Vertrauen. Ja, und scharfe Dessous. Ja. Du überlegst jetzt nicht ernsthaft, Bergs Angebot anzunehmen. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil sie dir die Leitung der Bank erst anbieten können, wenn sie unserer Familie alles genommen haben. Wenn Vincent es schafft, das auf legale Weise zu tun, dann liegt der Fehler nicht bei ihm, sondern bei Ansgar, der seinen Job mal wieder nicht beherrscht. Ach komm, Ansgar beherrscht so vieles nicht. Das ist doch kein Grund, der Familie in den Rücken zu fallen. Wann war diese Familie denn mal für mich da?
Ich habe Ansgar und Sebastian gefragt, was wird, wenn wir die Bergs los sind. Was glaubst du, war die Antwort? Sie wollen meine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, also darf ich mich wieder um das No Limits kümmern. Na und? Seit wann sind dir diese Posten so wichtig? Du hast dich nie für die Bank interessiert. Es geht ja nicht um irgendwelche Posten. Es geht darum, dass ich einfach nur ein nützlicher Vollidiot bin, der gerade gebraucht wird. Und wenn ich meine Schuldigkeit getan habe, dann kann ich wieder abziehen. Ja, dann beweis ihnen, dass du mehr bist als ein nützlicher Idiot. Aber nicht, indem du alle verrätst. Ich verrate dir niemanden. Das ist eine rein geschäftliche Entscheidung. Sag mal, Tristan, glaubst du dir eigentlich selbst, was du da gerade sagst? Ich bin dir wohl auch scheißegal. Nein, du bist mir nicht egal. Deswegen erzähle ich es dir ja auch. Ach so, damit ich schon mal vorgewarnt bin, dass ich ab morgen auf der Straße sitze. Ach, mein Gott, du wirst einen neuen Job als Designerin finden, okay? Nein, das werde ich nicht. Wenn Alexa mir einen Skandal anhängt. Aber darum geht's hier gar nicht, Tristan. Es geht hier um Zusammenhalt. Zusammenhalt in unserer Familie? Tristan, du beschwerst dich immer, dass dir niemand vertraut, dass du das schwarze Schaf der Familie bist. Wenn du jetzt mit den Bergs gemeinsame Sache machst, dann beweist du allen, dass sie immer recht gehabt haben. So ist es doch am besten. Nur wir zusammen. Ohne irgendwen von außen. Siehst du doch auch so, oder? Was hast du denn? Tommy. Was ist los? Hm? Ich beruhig dich doch, mein Kleiner. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich wollte mich ja wenigstens noch mal von euch verabschieden. Verabschieden? Das geht nicht. Du kannst es doch jetzt nicht hängen lassen. Oh, es tut mir leid, wo meine Entscheidung steht. Was ist denn eigentlich passiert? Euer Vater und ich, wir haben uns gestritten. Er ist ausfallend geworden, ich wütend und dann ist mir die Hand ausgerutscht. Du hast ihm eine Ohrfeige gegeben? Was hat er denn genau gesagt? Ach, darüber möchte ich lieber nicht reden. Aber was ist, wenn wir dich bitten, dass du es dir noch mal überlegst? Vicky, wir brauchen dich. Ja, und Papa will das auch noch kapieren. Ihr findet jemand anders, der besser zu euch passt. Nein, das glaube ich nicht. Wisst ihr, euer Vater hat mich angestellt, damit ich ihn entlaste. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja, ja, ist ja gut. Papa ist da. Ist ja gut. Ist ja gut. Ach, Süßer. Darf ich mal was versuchen? Wenn es nicht klappt, dann bin ich sofort still und gehe zurück in mein Zimmer. Bitte. Viel Erfolg. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Meinst du, das hilft? Komm her. Besser? Besser? Scheint ja zu funktionieren. Hm? Ach, mein Süßer. Weißt du was, wir zwei? Weißt du was? Wir müssen einfach mehr lachen. Einfach mehr lachen. Ja. Und das werden wir auch. Das werden wir. Du kleiner, süßer Fratz. Nur traurige Gesichter um dich herum. Das hast du gar nicht verdient. Du sollst glücklich aufwachsen. I still got you to be my... Ja, Tommy. Wann willst du fahren? Heute Abend. Ihr seid eine tolle Familie. Aber genau deshalb solltest du bleiben. So, jetzt sei mal kurz leise, ja? Papa muss telefonieren. Hallo? Biggie Schumann? Thomas Wolf hier. Wir sollten noch mal reden miteinander. Alexa! Wo steckst du? Ich will endlich die Pressemitteilung rausschicken. Ich hatte schon gehofft, dass du mich vermisst. Sei nicht albern. Wie hat Rebecca reagiert? Begeistert war sie nicht. Schon klar. Und? Hat sie gebettelt? Aber Tristan, du bist doch mein großer Bruder. Wir sind doch eine Familie.
Ja, das sind wir tatsächlich. Ja, umso schlimmer. Deine Familie ist ein Haufen Versager. Sei froh, wenn du nichts mehr mit denen zu tun hast. Also, welche Pressemitteilung soll ich rausschicken? Die nette oder die diffamierende? Rebecca braucht noch etwas Zeit, um sich an das Gute in der Situation zu gewöhnen. Und die Chance wollte ich ihr geben. Es wäre tatsächlich klüger. Aber zu lange warte ich nicht mehr. Und? Wie hast du dich entschieden? Aus deiner Zeit in New York, hast du dann noch Kontakte zu diesem Damien Wood? Also, ich persönlich jetzt nicht, aber eine Freundin von mir kennt ihn ganz gut. Warum? Das erkläre ich dir später. Wir brauchen diesen Kontakt und wir brauchen etwas Zeit. Also ruf diese Freundin an und ich halte dir Alex eine Weile vom Hals. Okay. Berlin ist der Hammer. Da wirst du so viel Spaß haben. Ja. Ihr habt natürlich immer einen Platz zum Pennen, ne? Ist klar. Ja, da wäre ich vorsichtig mit so Aussagen. Da komme ich nämlich drauf zurück. Der nächste CSD steht vor der Tür. Karneval der Kulturen wollte ich schon immer mal haben. Und ihr wart shoppen? Ja, was habt ihr denn gekauft? Unterwäsche. Unterwäsche? Das ist bestimmt gar nicht so leicht, Dana zu überreden, mitzukommen. Nee, es war eher andersrum. Was ist mit dir los? Liest du gerade wieder einen deiner Beziehungsratgeber? Nein. Ich wollte uns einfach mal was Gutes tun, uns und unseren Männern. Ja, ist nur die Frage, wann Juri nach Berlin kommt, um sich das mal anzusehen. Bald, ganz bestimmt. Ja, also eine Fernbeziehung kann auch super funktionieren. Frag Olli. Also, jetzt läuft doch wieder alles super, oder? Ja, dieser Seitensprung, das war nur... Berlin. So weit weg? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ich meine, Juri und ich, wir sind gerade erst zusammengekommen. Und im Grunde sollte mir nichts wichtiger sein als diese eine Beziehung. Aber was mache ich? Mir ist die Karriere viel wichtiger. Das ist doch total bescheuert. Nein, das ist nicht bescheuert. Und Juri findet es ganz toll, dass du diesen Laden in Berlin aufmachst. Ah, das behauptet er, aber er will mir einfach nicht im Weg stehen. Und er will niemals zugeben, dass er mich eigentlich total vermisst. Das ist es doch. Das sind die Gefühle von damals, die wieder hochkommen. Und warum? Ich bin schuld, weil ich ihn einfach im Stich lasse. Das... Was bin ich für eine schlechte Freundin? Martha, jetzt hör mal auf. Du nutzt eine Chance, um dir ein Leben in Berlin aufzubauen. Ja, aber was ist, wenn er mich braucht? Wenn es ihm schlecht geht, wenn er krank wird und ich nicht so schnell da sein kann, ich kann ihn nicht alleine lassen. Martha, stopp! Jetzt hör mir mal zu, du bist seine Freundin. Weder seine Mutter noch seine Therapeutin. Ich weiß. Aber ich sag Berlin ab. Ich muss los. Martha! Nein! Oh, Mann, verdammt! Hi, Juri. Wir haben ein Problem. Von LCL ist schon wieder so viel Ungeziefer. Ja, ich meine die Tierschützer. Wie jetzt Rechte. Das ist mir doch egal. Ich will, dass die entfernt werden, und zwar flott. Du siehst aus, als bringst du gute Nachrichten. Und du siehst so aus, als ob du sie gebrauchen könntest. Wer zu sensibel ist, tote Tiere zu ertragen, sollte aus dem Genpool ausgeschlossen werden. Die ziehen bestimmt bald weiter zum nächsten Atommülllager oder Flughafen. Was ist jetzt mit deiner Schwester? Wenn du mich weiter so oft nach ihr fragst, dann werde ich noch eifersüchtig. Witzig. Du weichst mir aus. Sag jetzt nicht, du willst mir noch mal ins Gewissen reden. Dafür müsstest du eins haben. Jetzt sag schon, wie hat sie sich entschieden? Stiller Rückzug oder öffentlicher Skandal? Ich denke, wir sollten dir noch ein wenig Zeit lassen. Ich hasse es zu warten. Wer redet denn von warten?
die Lösung für unser Problem. Problem? Es tut mir leid, dass ich so schwer vom Begriff war. Ich weiß jetzt, was los ist. Du willst nicht, dass ich nach Berlin gehe, und das habe ich jetzt verstanden. Sag nichts. Es ist vollkommen okay. Ich werde einfach hier bleiben. Ich habe eine Maklerin gefunden, die für mich den perfekten Laden für meine Accessoires finden wird. Klar, es wird eine Stange Geld kosten, Düsseldorf ist klar, aber wir sind zusammen. Martha, was ist mit deinem Laden in Berlin? Ja, den Vermieter habe ich angerufen. Er war natürlich nicht so begeistert, aber ich werde einfach Nachmieter suchen. Das ist Unsinn. Nein, der hier ist total schön. Guck ihn dir an. Der ist viel zu weit draußen, du brauchst Laufkundschaft. Da wohnen doch auch Leute. Na, Rentner vielleicht. Na gut. Und der hier? Der ist komplett zentral und auch sehr nett. Zu teuer? Ja. Martha, du hast einen Laden in Berlin. In der perfekten Gegend. Das ist genau das Richtige für das, was du machst. Aber ich will keine egoistische Freundin sein, der die Karriere wichtiger ist als ihr eigener Freund. Ich will nicht, dass du Verlustängste hast. Ich habe keine Verlustängste, okay? Habe ich nicht. Martha, du denkst zu viel. Halt doch mal deine Füße still. Beruhig dich. Also hast du kein Problem mit deiner Fernbeziehung? Nein. Nein. Danke, dass Sie gewartet haben. Ja. Um es kurz zu machen, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Das, was ich da gesagt habe, das vergessen Sie mal lieber ganz schnell. Ja, aber nur, wenn Sie die Ohrfeige auch ganz schnell wieder vergessen. Auf das? Kann ich mich setzen? Ja, bitte. Könntet ihr die Musik ein bisschen leiser machen wegen dem Kind? Und ja. Tasse Kaffee bitte. Mach die Musik kurz, danke. Ich habe nachgedacht. Sie haben nicht so ganz Unrecht. Womit? Ja, dass ich keine Hilfe annehmen kann, weil es mir dadurch besser geht. Ja, weil sich wahrscheinlich sofort ihr schlechtes Gewissen melden würde, wenn sie nicht die ganze Zeit um ihre Frau trauern. Wenn ich damit aufhöre, dann ist Vicky ganz weg. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber... Nein, gar nicht. Ich meine, je stärker ihre Trauer, umso stärker fühlen sie noch das Band zu ihr. Ich hätte sofort wissen müssen, dass sie noch nicht so weit sind. Jedenfalls, danke. Tut mir ganz gut, wenn ich jemanden um mich habe. Jemanden, der mich erinnert, dass das Leben trotzdem weitergeht. Jessica hat es Ihnen erzählt. Das wollte ich nicht. Ich bin ihr aber dankbar dafür. Jetzt weiß ich, dass Sie wissen, wovon Sie reden. Ja, aber wenn Sie jetzt einfach nur Mitleid mit mir haben. Ach, da kann ich genauso wenig drauf wie Sie. Jedenfalls möchte ich die Kündigung gern zurücknehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie bleiben. Jo, jetzt sag mir endlich, was ist los? Warum weißt du nicht, ob du mich nächstes Wochenende in Berlin besuchen kannst? Was ist zum Teufel so viel wichtiger? Juri, ich habe doch mal eine Frage wegen der Jersey Tops. Kannst du kurz? Aber natürlich. Sprechen wir später. Worum geht's? Und zwar sind da so viele verschiedene Muster, dass ich gerade gar nicht weiß, was. Das Treffen am Wochenende klappt. Lieben Gruß, Denise. Denise? Das ist so viel wichtiger. Denise! Dieses Büro. Es ist so vielseitig nutzbar. Also ich finde ja, einmal ist keinmal, was sagst du? Falls du es vergessen haben solltest, ich habe hier noch einen Job zu erledigen. Für sowas gibt es doch Personal. Aber um die wichtigen Sachen kümmert man sich am besten selbst. Zum Beispiel um deine kleine Schwester. Jetzt warte noch mal. Ich habe lange genug gewartet. Was ist das denn? Oh,
Es ist schon eine Mitteilung ausgegangen. Rebecca von Landstein meets Damien Wood. Der Newcomer und der Star besiegeln Kooperation bei spektakulärer Pelzkollektion. Sag, spinnt die? Hallo. Ach, hast du schon gesehen? Super, oder? Also Damien war sofort begeistert, als ich ihn angerufen habe. Du kannst doch nicht einfach ohne unsere Einwilligung die Absprachen ändern. Wieso? Wo ist das Problem? Ihr wollt Damien Wood und ich möchte, dass mein Name bei meiner Kollektion genannt wird. So hat jeder, was er will. Ach, oder siehst du das anders? Nein. Das Ziel ist das Ziel. Ich will nur, dass die Kollektion durch die Decke geht. Tja, dann wollen wir doch beide das Gleiche. Hier sind die Verträge. Wenn du nichts einzuwenden hast, kannst du ja gleich unterschreiben. Jetzt sind wir gerade erst mal so kurz zusammen und er betrügt mich gleich am Anfang mit einem Model. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Ich weiß nichts. Wie kommst du auf so einen Blödsinn, meine ich? Denise. Aber ich diese Dame schon höre. Denise, das kann doch nur ein Model sein. Sie hat ihm eine SMS geschrieben mit dem Inhalt, das Treffen am Wochenende, das klappt. Du hast Juris SMS gelesen? Jedenfalls weiß ich jetzt, warum er keine Zeit hat, sondern sich lieber mit dieser Denise treffen will. Und was hat Juri dazu gesagt? Als ich das gelesen habe, bin ich weggelaufen. Ich ertrag das einfach nicht, dass Juri mich anlügt. Aber auch nicht, wenn er mir die Wahrheit sagt. Das läuft alles komplett aus dem Ruder. Ja, und ich bin auch nicht mehr in Berlin. Martha, das ist alles ganz anders. Aber nicht mit mir. Ich lasse mir doch nicht von so einem dahergelaufenen Model einfach Juri wegschnappen. Wenn er mich betrügt, dann soll mir das ins Gesicht sagen. Das halte ich aus. Schluss mit dem Versteckspiel. Du weißt also doch was. Nein. Ich dachte immer, dass du mir das sagst. Warum sagst du mir nicht? Martha, Schluss. Aus. Du kommst jetzt mit. Wohin? Zu Juri. Er wird dir alles erklären und du wirst ihm schön zuhören und ihm nicht gleich den Kopf abreißen. Aber ich... Aus. Mitkommen. Da habe ich den Bogen wohl doch etwas überspannt. Hallo. Heute Abend gibt's Putenbrust mit Mangold. Heißt das, dass Sie... War beides im Angebot. Ich habe darauf geachtet, im Budget zu bleiben. Ich bitte Sie, solange Sie nicht an der Tankstelle einkaufen. Hauptsache, es schmeckt, sage ich immer. Ich habe übrigens ein Haushaltskonto für Sie eingerichtet. Das ist die Bestätigung. Die kleine Karte kriegen Sie dann noch. Danke. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ja, nur, dass wir uns verstehen. Ich werde doch weiterhin meine Meinung sagen, auch wenn Ihnen das nicht in die Kraft passt. Davon gehe ich mal aus. Damien Wood war anscheinend sofort begeistert von deinem Vorschlag. Naja, erst als ich Alexas Angebot verdoppelt habe. Deine Idee hat mich gerettet. Danke. Du hast dir auch ganz einen Körpereinsatz gezeigt, um mir Zeit zu verschaffen, hm? Du weißt doch, für meine kleine Schwester tue ich alles. Ja. Hier, das ist für dich. Was bringt dir eigentlich der Vertrag mit Alexas Unterschrift? Der Vertrag ist eigentlich vollkommen unwichtig. Ich muss sowieso einen neuen aufsetzen. Aber Alexas Unterschrift brauche ich für die Bestellung der illegalen Pelze. Und die kommt hier drauf. Ja, und so hast du die Bags wieder in der Hand. Ich werde nicht zulassen, dass sie uns alles wegnehmen, was wir uns über Generationen aufgebaut haben. Was Ansgar und Sebastian betrifft, ich sag ihnen, dass du jetzt in alles eingeweiht bist. Ja, da werden sie nicht so begeistert sein von. Wahrscheinlich nicht. Und mach dir keine Sorgen, dass du zu den Bergs überlaufen wolltest, das bleibt unter uns. Der Trick mit dem Herzschlag funktioniert übrigens gut. Ich weiß.
denn noch da? Sieht so aus. Wird auch eine Weile so bleiben. Ich freue mich, dass du es dir noch mal überlegt hast. Sag mal, gibt es einen Grund, warum Vicky ihre Meinung geändert hat? Was ist passiert, dass ihr euch so gut versteht? Jetzt sag schon. Ihr müsst nicht alles wissen. Ja, alles nicht. Aber vor ein paar Stunden herrschte hier noch Ausnahmezustand. Das wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir aneinander gerasselt sind. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bleibst. Das ist echt schön. Wer ist Denise? Du hast nicht mal abwarten können, bis ich in Berlin bin. Ja, ich dachte, ich wollte es dir persönlich sagen. Persönlich? Oh, das ist aber nett, dass du es nicht per Telefon oder SMS machst. Was? Ja, oder per Fax oder E-Mail, was weiß ich. Martha, du hast doch gesagt... Was ich wissen muss. Warum jetzt? Warum? Ich dachte, du bist damit einverstanden, dass ich nach Martha. Berlin gehe. Martha. Ich will nicht atmen. Aufmachen. Was ist das? Aufmachen. Das ist mein Laden. Aber der hat ein Namensschild. Und was soll dieses Bad Boys? Tja, diese Denise ist nicht irgendein Model, sondern die Grafikdesignerin, die dieses Schild entworfen hat. Und die kommt Samstag auch zur Eröffnung unseres Ladens. Eröffnung? Mhm. Unser Laden? Ja. Ich zieh mit dir nach Berlin. Nee. Mhm. Nee. Mhm.